Eine sehr erfreuliche Nachricht, und zwar der Vatikan hat einen vollkommenen Ablass für den 23. Juli erlassen. Das ist der sogenannte kirchliche Weltseniorentag und man soll eben eine bestimmte Zeit, eine angemessene Zeit mit älteren Menschen verbringen oder kranken Menschen. Ich lese das kurz vor, das wurde in Vatikan News veröffentlicht. Eine Besonderheit stellt in diesem Zusammenhang die Gewährung des vollständigen Ablasses auch für diejenigen dar, die diesen Tag auch den Besuch der älteren Geschwister, der Hilfe bedürfen oder in Schwierigkeiten sind, widmen. Das Dekret spricht hier von Kranken, Einsamen oder Menschen mit Behinderung. Ich poste das entsprechende Dekret. Es ist allerdings auf Latein oder auf Italienisch. Ich nehme an, es wird auch auf Deutsch erscheinen. Allerdings sind natürlich damit verbunden die üblichen Bedingungen für jeden Amtplatz. Das heißt, man muss im Zustand der Gnade sein, man muss gebeichtet haben, kommuniziert sowie in den Intentionen des Heiligen Vaters beten und man darf keine Anhänglichkeit zur Sünde, auch nicht zur lästlichen Sünde haben. Das ist natürlich die schwierigste Bedingung. Ja, aber wie gesagt, es ist eine sehr schöne Nachricht, ja, gerade diesen Tag, dass man eben Zeit mit älteren Menschen oder kranken Menschen etc., einsamen Menschen verbringt. Und das ist dann sozusagen der Ansporn, diesen vollkommenen Erlass zu bekommen, ist sozusagen ein Ansporn, den die Kirche gibt, damit man eben sich an diesem Sonntag eben so beschäftigt. Ja, man kann eben den Ablass für sich gewinnen oder auch für Verstorbene. Das ist eine schöne Gelegenheit, auch darüber nachzudenken, was der Ablass ist. Weil der Ablass ist etwas natürlich Urkatholisches und es zeigt eigentlich, was die Kirche ist, wozu sie fähig ist, welche Macht die Kirche hat. Ja, und das, deshalb werde ich jetzt kurz erklären, was die Ablässe sind. Das lese ich vor aus dem Kirchenrecht. Ja. Und zwar, das ist Kanon 992 bis 997. Ich werde allerdings nur den ersten vorlesen, denn dort finden Sie alles, was man eigentlich wissen muss oder das Wichtigste sagen will. Ja. Und zwar Ablass ist der Nachlass zeitlicher Strafe von Gott für Sünden, deren Schuld schon getilgt ist. Das heißt, man hat eine Sünde begangen, man hat sie gebeichtet, man hat sie bereut, aber dafür verdient man eben eine zeitliche Strafe nach dem Tod. Okay, und das wird nun getilgt, komplett oder eben teilweise. Ein vollkommener Ablass ist in der Lage, eben diese zeitliche Strafe komplett zu tilgen. Das heißt, rein theoretisch, wenn man diesen Ablass bekommt und in diesem Moment auch stirbt, dann kommt man direkt in den Himmel, man muss nicht erstmal zum Fegefeuer gehen. Ihn erlangt der entsprechende disponierte Gläubige unter den bestimmten festgelegten Voraussetzungen durch die Hilfe der Kirche. Das sind die Voraussetzungen, die ich schon gelesen habe, eben Beichte, Kommunion, Beten in der Intention des Heiligen Vaters, beziehungsweise auch keine Anhänglichkeit an die Sünde, auch nicht an die lästliche Sünde. Ja, das ist natürlich das Schwierigste. Die im Dienst an der Erlösung den Schatz der Sühneleistung und der Heiligen autoritativ verwaltet und zuwendet. Und das ist natürlich der schönste Satz dieses Artikels. Ich lese das nochmal. Und zwar, man erhält das durch die Hilfe der Kirche, die im Dienst an der Erlösung den Schatz der Sühneleistung Christi und der Heiligen autoritativ verwaltet und zuwendet. Hier geht es um ein Dogma, und zwar das Dogma der Gemeinschaft der Heiligen. Das heißt, alle Heiligen, das heißt, alle Menschen, die im Zustand der Gnade sind, ja, diese Menschen machen durch gute Werke, verdienen sozusagen Verdienste. Und der Nutzen dieser Verdienste gehen sozusagen an alle. Alle können sozusagen davon profitieren, von den Verdiensten, die alle Menschen im Zustand der Gnade verdienen. Und die Kirche verteilt sozusagen diese Verdienste an, so wie sie das für richtig hält, zum Beispiel indem sie eben vollkommene Ablässe gibt. Ja? Das heißt, hier sieht man eigentlich, was die Kirche ist. Die Kirche ist eigentlich die Gemeinschaft der Heiligen letztendlich. Ja? Also das sind eigentlich die lebendigen Glieder der Kirche, die eben Verdienste erwerben, um eben Gutes zu tun für die Kirche, für die einzelnen Gläubigen, aber natürlich auch für die Verstorbenen. Das heißt, die Personen, die schon verstorben sind, aber noch nicht im Himmel sind, das heißt, die noch ihre Sünden abbüßen im Fegefeuer. Und die Kirche hat eben, weil Jesus Christus die Kirche so aufgebaut hat, mit dieser hierarchischen Verfassung, ja, die Kirche ist sehr hierarchisch aufgebaut,
ist es so, dass die Kirche eben diesen Schatz der Sühneleistung Christi und der Heiligen, also diese Verdienste, autoritativ verwaltet und zuwenden kann. Das heißt, dann kann der Papst ja entscheiden, okay, ich werde diesen Ablass eben erlassen und damit möchte ich eben diesen Leuten diesen Nutzen, ja, diese Verdienste sozusagen zukommen lassen. Er hat die Macht dazu, das ist die sogenannte Löse- und Bindegewalt. Ja. Und deshalb ist es so schön, diese Ablässe, ja, weil sie wirklich zeigen, was die katholische Kirche ist, wie Jesus Christus seine Kirche auch aufgebaut hat, ja, und wie die Kirche eigentlich ist. Ja, deshalb ist das sehr wichtig, dass man eigentlich diese Ablässe sehr ernst nimmt. Natürlich, die moderne Welt kann mit so etwas überhaupt nicht anfangen, weil die moderne Mentalität ist völlig materialistisch, ja, und kann mit so einer Vorstellung, ja, dass Jesus Christus so eine Kirche aufgebaut hat, eine Kirche, die dafür da ist, den Menschen eben solche Geschenke zu machen, kann nicht damit anfangen, ja, weil das ist natürlich alles etwas, was wir natürlich verstehen und akzeptieren, weil wir natürlich Glauben haben und wir glauben an die Kirche. Das heißt, wir wissen auch, dass die Kirche eben auch das Mittel ist, durch den wir das Heil und eben solche Ablässe etc. und andere Geschenke Gottes bekommen. Ich lese hier, weil das eben besonders kurz ist und sehr interessant, das ist Kanon 994. Jeder Gläubige kann Teilablässe oder vollkommene Ablässe für sich selbst gewinnen oder fürbittweise Verstorbenen zuwenden. Typischerweise geschieht das natürlich um aller Seelen, ja, wenn man dann zu die Friedhöfe besucht, etc., etc., etc. Das heißt, das ist eigentlich, das ist das Schöne, das Interessante. Das heißt, die Menschen, die nach gestorben sind und sie sind jetzt entweder im Himmel oder jetzt im konkreten Fall im Fegefeuer, sie gehören gewissermaßen noch zu uns. Ja, das heißt, wir sollen an sie denken, wir sollen uns um sie kümmern. Ja, und insbesondere sollen wir eben für sie Verdienste sozusagen erwerben, damit sie möglichst bald in den Himmel kommen, also den Fegefeuer verlassen und dann in den Himmel kommen. Ja, das heißt, es sind unsere Brüder, die sozusagen noch dabei sind, zu bußen für die Sünden, die sie eben getan haben. Ja, und uns wird es irgendwann mal auch so gehen. Ja, und wer kann Ablässe erteilen? Und hier wird auch wieder deutlich, wie hierarchisch die Kirche ist. Das heißt, das kann jetzt nicht irgendwie so ein Gremium sein wie Maria 2.0 oder der Synodale Ausschuss oder diese ganzen Absurditäten, die man hier in Deutschland irgendwie erfinden will. Also die völlig entgegen diesen Geist organisiert sind. Und zwar, keine Autorität unterhalb des Papstes kann die Vollmacht zur Gewährung von Ablässen anderen übertragen, wenn ihr dies nicht vom apostolischen Stuhl ausdrücklich zugestanden worden ist. Da können wir ja sehen, auch sehr schön, die hierarchische Verfasstheit der Kirche. Ja, da kann jetzt nicht irgendwie jetzt ein Bischof Betzing sagen, okay, ich werde jetzt dem Zentralkomitee Deutschland gelingen. Also das klingt schon grotesk, aber das ist ja die Richtung, wo es ja geht. Ja, also das klingt ja wirklich völlig absurd. Und das ist es auch wieder, der gesamte synodale Weg. Denn hier sieht man, das ist eigentlich der katholische Geist. Ja? Ein Geist der Güte ist, aber ein Geist der Güte innerhalb einer gewissen Hierarchie. Ja? Und zwar eine Hierarchie, die von Jesus Christus selbst eben errichtet worden ist. Ja? Das ist eine Sache, die natürlich viele Leute im synodalen Weg überhaupt nicht verstehen können. Ich bin gespannt, was der synodale Weg zu solchen Ablässen sagt. Wahrscheinlich sagen sie, das ist alles völliger Quatsch und so weiter. Ja, weil sie, ich nehme an, die viele im synodalen Weg glauben gar nicht ans Fegefeuer und an Hölle und Sünde ist sowieso ein Wort, was kaum noch gibt. Ja, und diese ganze Angelegenheit mit den Ablässen erinnert uns daran. Deshalb ist es so wichtig, dass man darüber spricht. Ja, und es ist deshalb so schön, dass die Kirche eben auch diesen Ablass eben nun erlassen hat. Vielen Dank.